Hallo und willkommen bei Real Economy. Diese Folge kommt aus Wien. Wir begleiten ukrainische Flüchtlinge bei der Jobsuche. Ukrainer, die vor dem russischen Krieg in ihrem Land fliehen, haben das Recht, bis zu 3 Jahre lang in der EU zu leben und zu arbeiten. Aber wie schwierig ist es, einen Job zu finden? Und was bedeutet dieser Zustrom von Flüchtlingen für die europäischen Arbeitsmärkte und die Wirtschaft? Fanny Gouret hat 2 Frauen bei der Jobsuche begleitet. Aber zuerst gibt es einen Überblick über die Hilfe. Seit dem Beginn des russischen Krieges in der Ukraine sind mehr als 7 Millionen Ukrainer aus ihrem Land geflohen. Schätzungsweise 2 Millionen sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Sie haben das Recht, bis zu 3 Jahre lang in der EU zu leben und zu arbeiten, haben aber viele Schwierigkeiten, eine Beschäftigung zu finden. Sie sprechen nicht immer die Sprache, die Kinder müssen betreut werden, ihre Qualifikationen werden vielleicht nicht anerkannt und sie leiden möglicherweise unter schweren Traumata. Um ihnen zu helfen, bietet die EU Sprachkurse und Schulungen sowie Leitlinien auf Ukrainisch für den Zugang zum Arbeitsmarkt an. Sie hilft Arbeitgebern in der EU, ukrainische Qualifikationen zu verstehen und anzuerkennen und hat den Europass, mit dem man einen europaweit verwendbaren Lebenslauf erstellen kann, ins Ukrainische übersetzt. Ein EU-Talentpool soll helfen, ukrainische Flüchtlinge zu vermitteln. Wie schwierig ist es, in Österreich Arbeit zu finden? Fanny Gouret hat es herausgefunden. In Österreich haben sich über 40.000 ukrainische Flüchtlinge dafür entschieden, mit ihren Kindern im Land zu bleiben. Eine befristete Aufenthaltsgenehmigung erlaubt es ihnen, im Land zu leben und zu arbeiten. Welche beruflichen Möglichkeiten haben diese Menschen meist, Frauen mit Kindern? Und wie hilft ihnen das Land? 2 Ukrainerinnen erzählen mir von ihren Bemühungen. Wir sind im Süden des Landes, in der Region Kärnten, die für ihre Berge und Seen bekannt ist. Natalia Wosniuk ist Kosmetikerin. Als sie in einem örtlichen Flüchtlingszentrum ankam, bot man ihr in diesem Hotel eine Unterkunft und einen Job an. Mir gefällt die Arbeit. Ich habe einen Vertrag bis September. Dann werde ich sehen, wie sich die Situation in der Ukraine entwickelt. Die Tourismusbranche in Österreich boomt. Seit 2019 hat sich die Zahl der offenen Stellen im Hotel- und Gastgewerbe verdoppelt. Viele Arbeitgeber finden kein Personal. Für die Hotel-Personalabteilungsleiterin war es eine naheliegende Entscheidung, ihre freien Zimmer und Stellen ukrainischen Flüchtlingen für die Sommersaison anzubieten. Es sind circa jetzt um die 60 oder 70 Personen. Von denen ca. 29 bei uns arbeiten. In allen Bereichen, in der Küche, im Restaurant, Housekeeping, Haustechnik, in der Kinderbetreuung. Und das läuft recht gut. Es ist natürlich eine Sprachbarriere vorhanden, aber man kann es handeln. Natalia spricht ein bisschen Englisch. Sie kann sich mit ihren Kollegen verständigen. Aber den Zeitplan ihres Saisonjobs mit der Betreuung ihrer 5-jährigen Tochter in Einklang zu bringen, ist kompliziert. Es ist schwierig. Es gibt hier ein Kinderspielzimmer. Aber es ist nur bis 16.30 Uhr geöffnet. Wenn ich bis 23 Uhr arbeite, muss ich jemanden bitten, auf sie aufzupassen. In Österreich fehlen auch in Bereichen wie dem Gesundheitswesen und der IT-Branche qualifizierte Arbeitskräfte. Aber auch wenn die Hälfte der hier registrierten ukrainischen Flüchtlinge einen Hochschulabschluss hat, ist es für sie schwierig, eine dieser Stellen zu bekommen. Zurück in Wien treffe ich Jana Sigun, eine Mutter von 3 Kindern und Deutschlehrerin. Das Wichtigste war für mich, die Schulplätze für meine eigenen 3 Kinder zu finden. Und nachdem, als die Schulplätze gefunden waren, bin ich jetzt in der Suche nach einer Arbeitsstelle. Die Ukrainerin würde gerne als Deutschlehrerin arbeiten. Aber ihr Diplom wird in Österreich nicht anerkannt. Diese Bildungsunterlagen muss man hier übersetzen, anerkennen und nostrifizieren. Das ist ein Problem für mich. Das dauert lange Zeit. Die Mitarbeiter des Arbeitsamtes helfen Jana bei diesem Prozess. Wir begleiten auch zu diesen Terminen, übersetzen auch, also helfen da, wo es auch notwendig ist. Das Ziel ist es, ein großes Netzwerk aufzubauen, auch mit den Kooperationspartnern, uns kurz zu schließen, um so schnell wie möglich auch die Hilfe anbieten zu können. In der Zwischenzeit erhält die Ukrainerin, wie andere in Österreich, registrierte Flüchtlinge den Mindestlohn und eine Krankenversicherung.
Wie meistert Europa die Herausforderung der erfolgreichen Integration ukrainischer Flüchtlinge? Diese Frage habe ich Sandra Leitner gestellt, einer Expertin für Migrationsbewegungen. Wenn es nur um die Integration in den Arbeitsmarkt geht, wenn wir kulturelle Aspekte und die politischen Auswirkungen außer Acht lassen, haben wir aus den vorangegangenen Migrationswellen viel darüber gelernt, was wirklich wichtig ist, um den Übergang in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Es geht um Sprache, Bildung und die Anerkennung von Qualifikationen. Wenn all diese Elemente vorhanden sind, kann meiner Meinung nach jeder willkommen sein. Um mehr darüber zu erfahren, spreche ich mit dem Leiter des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltung, Johannes Kopf, der hier in Wien arbeitet. Sie sind der Generaldirektor des österreichischen Arbeitsmarktservices. Sie sind auch der Leiter des europäischen Netzwerks. Wie gehen Sie mit dem Zustrom von ukrainischen Flüchtlingen auf europäischer Ebene um? Das Thema kam nur wenige Tage nach Beginn dieses schrecklichen Krieges auf, als unsere polnischen Kollegen das Netzwerk darüber informierten, dass die ersten Ukrainer auftauchen und Hilfe brauchen werden. Und das führte zu einer großen Welle der Solidarität innerhalb der öffentlichen Arbeitsverwaltungen in ganz Europa. Einige Staaten wie Schweden, Deutschland und natürlich Österreich haben in der Flüchtlingskrise 2015, 2016 und danach viel Erfahrung gesammelt. Zum Beispiel, wie man den Prozess der Anerkennung von Qualifikationen oder wie man individuelle Qualifikationsnachweise in der Muttersprache organisiert. Es ist nicht abzusehen, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Die Ukrainer wollen zurück in ihre Heimat. Wie kann man sie unter diesen Umständen in die Arbeitswelt in Europa integrieren? Derzeit sind die meisten Flüchtlinge Frauen mit kleinen Kindern und sie haben natürlich unterschiedliche Bedürfnisse. Das Wichtigste ist, dass es einen Bedarf an Kinderbetreuung gibt. Österreich muss genügend Plätze in Schulen und in Kindergärten organisieren. Und der nächste Schritt ist dann der Eintritt in den Arbeitsmarkt. Natürlich gibt es freie Stellen und Unternehmen, die wirklich händeringend nach Fachkräften suchen und jetzt die Hoffnung haben, zum Beispiel IT-Experten aus der Ukraine zu finden. Das ist klar. Aber ich mag es eigentlich nicht, Asyl- oder Flüchtlingsthemen mit dem Arbeitsmarktbedarf zu vermischen. Und ja, es ist besser, all diese Menschen zu integrieren, als ihnen nur Sozialleistungen zu zahlen. Aber zuerst, und das ist das Wichtigste, ist es eine Frage der Humanität. Many thanks indeed for joining us on Real Economy.